im Zweifel für den Nationalstaat. Auf diese Formel können sich die Rechten einigen, wenn es um die EU geht. Doch was heißt das für die gemeinsame Währung, den 1999 eingeführten und heute von 23 Staaten genutzten Euro? Skeptisch sind sie alle. Manche, wie die AfD, sagen, der Euro pumpe aus den reichen EU-Staaten über die Europäische Zentralbank jeden Tag Milliardensummen an notleidende Staaten, etwa durch zu billige Kredite. Die AfD hält das für illegal. Die EU verhalte sich in Währungsfragen wie ein Bundesstaat und nicht wie ein Verbund souveräner Nationalstaaten. Die Euro-Rettung habe die Altersvorsorge der Deutschen hunderte Milliarden Euro gekostet. Außerdem wolle die EU das Bargeld abschaffen. Die AfD etwa will deshalb die von ihnen sogenannte Transferunion aufkündigen und die nationale Währung wieder einführen. Andere der rechten Parteien hingegen haben ihren Kampf gegen den Euro im Laufe der Jahre aufgegeben. So wendet sich die FPÖ in Österreich nun gegen die von ihnen sogenannte Fehlinterpretation der Einheitswährung durch die EZB. Die südosteuropäischen Länder dürfen keine billigen Kredite der EZB mehr bekommen. Die FPÖ will den Euro zwar reformieren, aber behalten. Auch in Frankreich ist von der strikten Euro-Gegnerschaft nicht mehr viel geblieben. Marine Le Pen sagte noch 2017, dass 70% ihres Projekts mit dem Euro nicht möglich sein könnten. Und im Europawahlprogramm des Rassemblement National steht, dass der Euro, wie er heute funktioniert, eindeutig den Interessen Deutschlands auf Kosten der meisten anderen Länder der Eurozone dient. Doch ernsthafte Konsequenzen wollen Frankreichs Rechte nicht mehr ziehen. Analysten haben festgestellt, dass diese Euroxid-Drohungen Le Pen im Wahlkampf enorm geschadet haben. Den Ausstieg fordert das Rassemblement National nicht mehr. In Italien hat der Innenminister Salvini lange davon gesprochen, dass er den Euro loswerden will. Nachdem er sich im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission durchgesetzt hatte und das Land enorme neue Schulden machen darf, ist von einem Euro-Ausstieg Italiens nichts mehr zu hören. Denn der würde das Schuldenmachen erheblich verteuern. Und die rechte Regierung könnte ihre Sozialprogramme nicht mehr bezahlen. Ob in der Landwirtschaft, für den Straßenbau oder Schulen. Die EU ist eine riesige Umverteilungsmaschine. Geld fließt, und zwar unterm Strich vor allem aus den reichen in die nicht so reichen Länder. Die rechten Parteien in den reichen Ländern wie die AfD oder die FPÖ sehen das als eine Enteignung der Steuerzahler und wollen diese Transfers stark einschränken. Aber 16 der 28 EU-Staaten profitieren stark von diesen Zahlungen. Die beiden besonders EU-kritisch regierten Länder, Ungarn und Polen etwa, bekamen zusammen fast 12 Milliarden Euro mehr aus Brüssel, als sie eingezahlt haben. Da ist es kein Wunder, dass sie die Transferunion nicht bekämpfen, sondern erhalten wollen. Auf dass Brüssel auch in Zukunft Geld in ihre Länder umverteilen kann. Diesen Interessenskonflikt wird Europas Rechte nicht auflösen können.